Hallihallo und herzlich willkommen am letzten Sonntag im August 2020. Ganz genau gesagt am 30. August 2020. Hier ist euer alter Mann. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuss. Und an der Melodie habt ihr schon erkannt, es geht um den Wahn des Fünf-Sterne-Sonnen-Clan. Und zwar heute mit dem zweiten Teil zu Alle schrägen Vögel waren einfach da. Ich knüpfe heute an die Ausführung meiner wundervollen besten Freundin in der virtuellen Welt und erst recht in der realen Welt. S.A. Thiere, die hauptverantwortlich den Teil 1 gestaltet hat. Und es geht um Folgendes. Am Sonntag, dem 23. August, fand ein Motto-Clan-Treffen auf Rügen, da soll man ja nicht lügen, statt. Baroness Susi von Rügen, übrigens eine namhafte Beziehungszerstörerin, die wahre Freude daran hat, hatte alles eingeladen, aber auch alles, was einen von König Nacknack, Kraft souveräner Arroganz, vergebenen Rang oder sogar einen selbsternannten Adelstitel hat. Das vielsagende Motto lautete ja: Alle Vögel sind schon da. Da ja das ein oder andere Clanmitglied sie nachweislich nicht mehr alle hat, waren selbstverständlich aber auch alle da. Dafür sorgte dann ja auch spätestens das Leitmotto des Clans, welches IKPR Hoppe Wuchtig bereits im Dezember 2016 ausgegeben hatte. Dieses wird allen neuen Mitgliedern, ihr müsst euch an dieses Wort noch ein bisschen gewöhnen, aber ich denke, ihr seid auf dem Weg, und vor allem den Altmitgliedern so lange eingetrichtert wird, bis sie es im Schlaf herunterleiern können. Und der Refrain lautet immer ganz einfach: Man gehe allen auf den Sack, nack, nack, nack. Ganz einfach. Über gute Freunde war es mir ja gelungen, für alle Teilnehmer gestochen scharfe DDR-Marine-Ferngläser 10x50 zu bekommen, denn das Anwesen von Baroness Susi von Rügen war im 100-Meter-Kreis rundum abgesperrt, wie S.A. Thiere schon berichtete. Und während S.A. Thiere vor dem Haus die Einflugschneise der Vögelchen beobachtet hatte, war die andere Hälfte der Schnitzeljagd-Teilnehmer für die Kehrseite der für natürlich des Hauses zuständig. Und wir hatten hinter dem Haus kaum Zeit durchzuatmen, denn dort verlief alles clanmäßig. Der Garten war gestaltet wie der Bug eines Luxuskreuzfahrtschiffes, aber anstatt kleiner Wimpel, Flaggen und Lampignons hingen allüberall Werbeplakate eines amerikanischen Reiseclubs und für königliche Magnetmatten. Zum späteren Zeitpunkt erfolgt eine genaue Erklärung. Jetzt ist es wichtig, um das, was ich euch eigentlich ständig bitte: Schaut bitte auf meiner Webseite wernermichaelheuss.com. Den Link lege ich euch wieder darunter, denn es gibt einen passenden Artikel dazu und auch ein paar Bilder,
die das Ganze ein wenig transparenter machen und vielleicht auch der ein oder andere Schmunzler da ist. Ein Foto zeigt Flipper und Tarzan, die sich untereinander unterhalten. Erstmal haben die auch ein Motto: Bitte nicht streicheln, ich beiße. Und Flipper fragt einen Tarzan: Jubo-Kekse? Nee, Beton. Nack, nack, nack. Also, das müsst ihr euch angucken, den tieferen Sinn werdet ihr verstehen. Wie sich später herausstellte, steckte in dem Delfinkostüm eine Frau mit langen roten Haaren. Sie kümmert sich vorrangig um einen Teich, in dem sich Dutzende Plastikenten mit kleinen Metallplatten am Kopf befanden. Sie befestigte an einer, wir konnten es nicht genau erkennen, also an einer undefinierbaren Anzahl fingerdicker Bambusstangen, Kordeln, an denen sie dann Magnete anbrachte. Dann stapelte sie in einer Feuerstelle Holz und immer wieder trieb sie in rüdem Ton diverse Personen in mittelalterlichen Kostümen an. Augenscheinlich handelte es sich um Mietkleider, die wie Bauernknechte, Marktweiber, Lehnsherren und gemeine Vasallen verkleidet waren. Die Oberaufsicht hatte jedoch der mickrige Typ in dem Tarzan-Kostüm, dem ein weißer Hund auf Schritt und Tritt folgte. Er baute so etwas wie einen Parcours auf. Den Mittelpunkt dabei bildete ein Betonmischer. Auf der linken Seite des Gartens begann das Ganze mit einem Gartentisch und einem Sonnenschirm, auf dem in Großbuchstaben psychologischer Dienst und darunter Hier bekommen Sie garantiert einen übergeholfen Stand. Daneben, das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, wurde ein Pranger aufgebaut. Wem das jetzt nichts sagt, das ist also ein Folterinstrument aus dem 16. Jahrhundert. In einer Öffnung wird der Kopf eingeklemmt und rechts und links daneben die Arme oder die Hände. Mal schauen. Und daneben, bestehend aus insgesamt 8 Euro-Paletten, stand so etwas Ähnliches wie ein Boxring. Das Ganze wurde mit Schaumstoff überzogen. Tarzan, sprang immer wieder wie ein Geisteskranker auf diese Konstruktion herum, um sie zu testen. Ah, ja. Ein Bild für die Götter und dazu noch dieser Tarzanschrei. Ich kann das leider nicht nachmachen, mit sächsischem Dialekt. Ich sag euch, einfach herrlich. Nack, 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 nack. Den Mittelpunkt des Ganzen bildete der Ententeich, wo dem rothaarigen Delfin mittlerweile ein Schild auf dem Rücken angebracht worden war. Darauf stand in leuchtender Schrift: Keksflipper. Naja, was auch immer das heißt. Auf der rechten Seite stand als Pendant der Betonmischer. Der Tarzanverschnitt hatte die Mischblätter in der Trommel ausbauen lassen. Dann tauchten mehrere Mietkleider in Baströckchen auf und füllten eine dunkelbraune, undefinierbare Flüssigkeit in die Mischtrommel. Jetzt wurde es aber spannend. Und dann ging es mehr oder minder Schlag auf Schlag. Neben dem Betonmischer stand ein weiterer Gartentisch mit Sonnenschirm. Der Schirm enthielt die Aufschrift: Reisen ohne Ende, aber mit Ente für Evente seine Rente. Auch dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. An diesem Tisch hatte kurz die Jungfrau Fridoline vom Harzer Roller Platz genommen, einen Stapel Hochglanzprospekte gecheckt und einige Dutzend Antragsformulare mit
akribischer Präzision gestempelt. Man merkte ganz deutlich, wie sie ihre Tätigkeit als Chefsekretärin von König Schnacknack natürlich auch federführend für die Antragsbearbeitung zuständig, wirklich tierisch ernst nahm. Unmittelbar nach seinem Eintreffen machte Freiherr Jörg von Örk, eine ehemalige Tour de Schrabenland-Legende, wer es nicht kennt, das ist eine Radsporttour für Anfänger, mit einem Pulk von Mietkleidern, denen die Augen verbunden waren, eine Art Probelauf durch diesen arg merkwürdigen Parcours. Man sah den Mietkleidern an, dass es für sie angenehm war, die Augen verbunden zu haben. Der Rest überlasse ich euch. Der erlauchte Hofner Ihrer Majestät, Nobis aus dem Pott seines Zeichens, nicht nur der Leiter des psychologischen Dienstes des Fünf-Sterne-Sonnenclan, hatte auch die Leitung der königlichen, wir haben es genannt, weiß der Teufel was Spiele inne. Wir wussten ja zu dem Zeitpunkt nicht, was uns erwarten würde. Ihm zur Seite stand, man höre und staune, Prinzessin der Erntekrone Bernadette von Emden, die in heller Sorge um ihren ach so geliebten Olaf war, und das nicht nur wegen des Hustens, das eigens für diesen verheerenden Gesundheitszustand angeheuerte dreiköpfige Pflegepersonal bestehend aus Notarzt, Pneumologe und einer Fachkraft für Sterbebegleitung, musste alle 15 Minuten telefonisch Bericht erstatten. Bernadette selbst war mit diversen Beruhigungsmitteln ausgestattet. Es artierte, wie eigentlich das gesamte Team unserer Schnitzeljagd, merkte nur an, dass es keiner verstehe, wie man einen angeblich so abgöttisch geliebten Menschen in diesem heiklen Zustand alleine lassen kann. Oh. In einem der Telefonate war herausgekommen, dass die Temperatur von sensationellen 37,9 Grad Celsius um 0,5 auf 37,4 Grad Celsius gesunken war, was aber in den erlauchten Kreisen der Mimosen des Fünf-Sterne-Sonnenclan immer noch als arg lebensbedrohlich gilt. Nicht einmal Nobbes, der Hofnarr, traute sich, einen seiner höhnischen Sprüche abzulassen, denn Bernadette von Emden ist für ihre Schlagfertigkeit, verbal mitten ins Gesicht, über das Internet hinaus bestens bekannt. König Schnacknack und der Führungskreis saßen derweil auf der Veranda und beobachteten das rege Treiben unter fröhlichem Lachen. Es wurde Sushi gereicht, dazu gab es Proteindrinks oder wahlweise Kaffee Crema Doro, Haselnuss-Cappuccino oder Milchkaffee mit ordentlich Sahnehaube. Denn wenn eines klein gesetzt ist, dann aber das, dass Wasser ausschließlich zum Waschen da ist. Punkt. Leider, leider dürfen wir natürlich keine Bilder über dieses Clan-Motto-Treffen posten. Wir waren ja im Grunde genommen nur zufällige Zaungäste. Naja, Zaun auch sporadisch an 100 Meter Abstand ist schon eine Hausnummer. Und das aufgrund eines Insider-Tipps. Aber, Leute, nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung des Videos Teil 1 gab es auf dem Facebook-Profil einer ganz bestimmten Person, na wer wohl, nack, 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 bereits ein Bild, welches das gesamte Ausmaß an nicht zureichender Intelligenz ebenso eindrucksvoll bestätigte wie den mangelnden IQ des Bilderstellers. In Fachkreisen, unter der Hand, von Menschen mit gesundem Menschenverstand
murmelt man ja hinter vorgehaltener Hand, dass seine geistigen Defizite, gelinde gesagt, auf keine Kuhhaut gehen. Wie gesagt, das Bild findet ihr auf meiner Webseite unter dem Video. Diese Umstände und das ganze Merkwürdige haben S. Atyre und mich dazu bewogen, noch einen dritten Teil zu diesem Ereignis zu machen und erstmal zu warten, wie als solches und vor allem wie schnell die grafische Umsetzung des Fünf-Sterne-Sonnenclan erfolgt. Und ich sage euch, das, was sich da ereignet hat, mal sehen, ob wir es in ein Video verpackt kriegen. Leute, das war der absolute Hammer. Satire, nicht vom Feinsten, nein, vom aller, 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 aller Feinsten. Ich weiß, ihr seid jetzt ein bisschen bedrückt, aber gut Ding will Weile haben. Ich wünsche euch von Herzen gern einen wundervollen Ausklang dieses letzten Sonntages im August 2020 und dazu ganz, ganz viel Freude. Einfach so. Und es sind wie gewohnt meine Daumen gedrückt. Bleibt bitte von Faktor C verschont und im Internet vom Wahn des 5-Sterne-Sonnen-Clan. Ihr werdet bauklötzig staunen, was im dritten Teil abgeht. Und ich sag jetzt ganz einfach, bis dann, euer alter Mann. Habt euch wohl. Ciao, ciao.